Zahnpulpa. Was ist eine Zahnpulpa? Die Zahnpulpa wird auch Zahnmark oder Zahnnerv genannt. Sie befindet sich im Inneren des Zahnes und zieht sich bis in die Wurzel hinab. Die Zahnhartsubstanz schützt die Zahnpulpa vor Beschädigungen und direkter Einwirkung. Die Aufgabe der Zahnpulpa besteht darin, mechanische oder thermische Reize sowie Erkrankungen in Form von Schmerzen an das Gehirn weiterzuleiten. Bei einer intakten Zahnpulpa spricht man von einem lebendigen Zahn. Bei Entzündungen oder Erkrankungen kommt es zu einer Wurzelbehandlung, also einer Entfernung der Zahnpulpa bis in den Wurzelkanal hinab. Das vermindert weitere Schmerzen, hat aber gleichzeitig den Nachteil, dass weitere Probleme nicht sofort erkannt werden. Auch Karies greift die Zahnpulpa an und kann zu heftigen Schmerzen führen.